Ich selber habe auch endlich mal ein Lifehack wieder gefunden. Und zwar geht es darum, dass aus so einer Schraube hier ein Gewindebohrer selbst gebaut wurde. Und das finde ich ganz nice. Wenn das funktioniert, brauche ich meine guten Metallgewindebohrer nicht immer nehmen. Ich weiß, das macht er auch nicht. Ihr macht das genauso. Deswegen, los geht's. So geht das schon mal nicht. Produktion von dem Ding ist ein bisschen kacke, geht aber nicht noch kleiner. Also ihr könnt, glaube ich, M6 noch machen, aber alles, was da drunter ist, wird zu fummelig, die Schlitze zum Materialabtrag. Also das muss ja irgendwo die Späne halt auch hin, vom Gewinde, das geschnitten wird. Aber also an sich gibt das erstmal so, wie ich es jetzt gemacht habe, 9 von 10 Punkten. Ciao!